willkommen beim weiteren Video von Kayani. Wir spielen endlich unseren Skylanders Reset weiter. Ich habe heute Verstärkung von meinem Sohn. Hallo. Hallo. Was machen wir heute? Was haben wir gesagt? Wir spielen heute ein Level. Ja, wir spielen Level. Du hilfst mir. Ihr habt euren Spielstand ja irgendwie voll durch. Ja, wir haben uns quasi eine Aufgabe gesetzt. Welche Aufgabe haben wir gesetzt? Dass wir heute nur Weibchen in Skylanders spielen. Weibchen? Weibchen oder eben nur Mädchen. Okay, also wir nehmen nur Mädels. Haben eine angenehm große Sammlung hier gerade auf dem Tisch stehen. So gefühlt 20 Figuren, oder? Ja. Einmal querbeet, von Level 1 angefangen bis Level 20. Wird auf jeden Fall eine ganz spaßige Aktion. Ich weiß nicht. Also ich freue mich drauf, auch wenn wir wahrscheinlich ordentlich auf die Fresse kriegen mit den Level 1 Figuren. Wahrscheinlich. Okay. Wen habe ich jetzt gerade? Batspin, ne? Du hast da diese... Splatoon. Die ist ja... Ich glaube, die ist von Splatoon geklaut eigentlich. Ja, ich glaube schon. Okay, gut. Dann quatsch mal einen Film an. Ahoi, Skylander. Hat dir die Tour durch die Akademie gefallen? Max hat mir eine Guacamole-Bar in der Cafeteria versprochen. Das ist nur einer der vielen Vorzüge, wenn man ich ist. Glaub's mir. Max hat jede Menge wichtigere Dinge auf ihrer Liste als deine Snacks, Flynn. Und wir auch. Wir wissen immer noch nicht, wie wir Meister Eon finden sollen. Also ich glaube, ich hab was gefunden. Gerüchten zufolge lebt in den Wolkenkratzerbergen ein magischer Drache, der alles und jeden in den Skylands aufspüren kann. Er braucht dazu nur einen persönlichen Gegenstand von dem Gesuchten. Das ist super, Hugo. Nur, dass Meister Eon ein Geist ist. Seine persönlichen Gegenstände sind seit Jahren verloren. Das ist nicht ganz richtig. Ich hätte da vielleicht eine Kleinigkeit, die ich retten konnte. Es handelt sich um die Socke von Eon. Oh ja, das ist gar nicht seltsam oder so. Yep, ich brauche überhaupt gar keine weiteren Infos zu diesem Thema. Alles klaro. Ich schätze, das ist unsere beste Chance. Bist du bereit, in die Wolkenkratzerberge aufzubrechen und diesen Schnüffeldrachen zu finden? Was du je gesehen hast, Flynn? Flynn? Ich esse nie wieder Brückentroll-Guacamole. Wow, ein echter Skylander. Willkommen in den Wolkenkratzerbergen. Wir wurden vor kurzem von Imperator Chaos erobert und werden gezwungen, ihm zu dienen. Ich meine, das tun wir freiwillig. Bitte hilf uns. Ohne verräterischen Grund, da wir keine Revolution planen, sag ich dir, dass du den Herbeirufungsgong schlagen musst, damit der Drache aufwacht und du mit ihm sprechen kannst und uns retten. Nein, machen wir nicht. Lassen die alle krepieren, oder? Nein, das ist nicht schön. Wozu der Gong? Ich kann ihn von hier aus aufwecken. Hey, wolkiger Drache! Aufstehen, Schlafmütze! Die Wachen! Ich glaube, ich habe meinen Fehler erkannt. Also noch ist es ja leicht. Skylander,
Energieelements sind in dieser Zone stärker. Wo bin ich? Da bin ich. Kommt nicht gleich schon der erste Knallkopf? Ja. Das war klasse, wie du deinen Angriff erst aufgeladen hast, um ihre Herzen mit Furcht zu füllen. Nicht aufgeben, solange dieser Alarm ertönt, wird immer weiter Verstärkung kommen. Ist er schon tot? Ich bin ein treuer Diener von Imperator Chaos. Ich habe auch dieses Essen nicht fallen lassen. Genau. Guten Appetit. Ja, da ist doch, glaube ich, nichts, ne? Ja. Ist der jetzt echt schon. Haben wir den echt schon umgehauen? Der ist ja voll langweilig. Mhm. Da wird's wahrscheinlich am Ende gegen die Finsternis nicht so leicht. Die glorreichen Streitkräfte von Imperator Chaos haben alle Tore zum Tempel versiegelt. Sie reagieren nur auf den Torgong, der aus Sicherheitsgründen zerlegt verwahrt wird. Ich kann den Torgong nicht ohne ausdrücklichen Befehl zusammensetzen. Aber niemand hat mir befohlen, einen entschlossenen, heldenhaften Skylander davon abzuhalten, ihn zusammenzusetzen. Sollte es ihm in den Sinn kommen. So, ey, das war falsch. Wir müssen erst das Dreieck drücken. Sei Lord Chaos. Drei Quadrat, Quadrat, Kreis. Moneten. Jo, hau drauf. So. Nochmal. Ich hatte nicht. Jemand den Torgong zusammengesetzt. Merkwürdig. Hab ich jetzt gar nicht drauf gehauen? Toll. Hey, du gehörst nicht zu unseren treuen Truppen. Schlagt Alarm! Skylander sind hier! Das ist ein Hühnchen. Ja. Okay. Ein gebratenes Hühnchen. Ein gebratenes Hühnchen, genau. Warte mal, ist hier links nicht noch irgendwas? Da war der Gong. Nur der Gong? Hm. Ja, nur der Gong. Okay. In den alten Versionen musste man ja an den Seiten noch runterspringen, stellenweise. Ja. Das habe ich jetzt hier bei Superchargers nach Minen gehabt. Das sind noch keine Seelensteine mehr, glaube ich, ne? Doch, das sind immer noch Seelensteine. Ja, aber da steht einfach nur neue Kraft freigeschaltet. Familienfeier. Das sind immer noch die Seelensteine. Stand immer schon da. Fiesta. Oh, Gold, Gold, Gold und eine eklige Fledermaus. Gold, bis der Arzt kommt. Jo. Wieso kann die nicht... Ah, das ist ja voll blöd. Die geht in... Sobald die einmal Schaden bekommt, ist sie raus aus der Fledermaus, ne? Weiß ich nicht. Hatte ich jetzt zumindest. Jetzt haben wir endlich das Ding kaputt. Lob sei Lord Chaos. Er ist der Beste. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalte.
Der Gong liegt am Ende des Weges, aber er wird von unseren glorreichen Truppen bewacht. Man müsste super schnell sein, wenn man den Wolkenatmer herbeirufen wollte. Puh, man müsste bald aufbrechen und schnell sein, wenn man den Gong rechtzeitig erreichen wollte. Ja, das war schon verstanden. Warte. Ist da nicht noch eine Tür irgendwo? Vielleicht da oben. Nee, da ist nichts. So, du fährst? Ja. Alles klar. Yeah. Ja, ja. Ich sehe den Gong. Na los, Kalender, mir nach. Flynn, achte auf den. Auf den was? Ja. Flynn ist so cool. Lass mich ran. Ja. Du wolltest großen Felsen sagen. Du fährst da absichtlich durch oder erwartest du, dass ich schieße? Ich fahre da absichtlich durch. Weil man das kaputt machen kann. Ich weiß. Unbesiegbarkeit! Jetzt schieße ich aber. Ich finde, der Hauptzweck hat irgendwie die beste Waffe. Finde ich auch, man muss nicht ständig drücken. Oh, ja. Genau. Einfach nur Daumen drauf und gut ist. Ja. Oh ja! Vielleicht ist hier oben noch was. Ja, da ist noch das Reparaturkit und da ist doch noch auch irgendwo Dings. Ja, eine rote Kiste ist doch irgendwo noch, ne? Ja. Reparaturkit. Mist. Vielleicht war da oben eine rote Kiste. Ja, da oben glaube ich irgendwie so ein kleines Geises. Ja, sag mal. Lupe in Stealth Stinger. Stealth Stinger, ja. Ich finde auch, der Stealth Stinger ist irgendwie so. Weiß nicht, der sieht so langweilig aus. Aber auch der Nitro, der sieht auch nicht so witzig aus irgendwie. Der wer? Der Nitro. Der Nitro-Stealth-Dinger. Gefällt mir auch nicht wirklich. Deswegen? Ja, irgendwie. Ja, nur weil der einfach da Gold und nur weil der da das Schachbrettmuster drauf hat, sieht das nicht unbedingt schöner aus. Mal gucken, wie der Nitro, was ist das? Splatter Splasher aussieht. Nitro Soda Skimmer. Stimmt. Tiefendynamik. Schildregeneration. Spielen wir ernsthaft auf Experte? Ja. Ich glaube schon. Ich prüfe das gleich mal. Mach mal hier die. Das ist kein Autoscooter. Doch. Deswegen denn nicht. Willst schon durch? Guck mal, ob da noch irgendwo was ist. Doppelter Schaden! Also, keine Höhle mehr oder sowas, dann los. Ja, da ist der
Skylander. Hau drauf und weck den Drachen. Lass ihn mal schlafen, Mann. Keine schlafenden Drachen wecken. Wieso? Ist doch nett, die zu wecken. Vor allem, wenn sie in Gefahr sind. Das stimmt, ja. Hey, diese Gauner klauen unseren Wolkendrachen. Der Wolkenatmer ist auf dem Weg zur anderen Seite des Dorfes. Wir sollten los. Oh, da sind wir jetzt. Kann richtig Spaß machen. Sieben. Toilettenpumpel? Die schießen im Ernst mit Toilettenpumpeln? Ernsthaft? Habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, die schießen tatsächlich mit Toilettenpumpeln. Da oben hängt einer. Na toll. ich mag die Viecher mit dem blöden Schild da nicht. Das sind Bro. Ich mag die auch nicht. Der wird aber auch nicht hops gehen, ne? Nein, der wird tatsächlich. Boah. Haben wir sie jetzt? Nee, der eine noch. Streitkräfte von Chaos haben die natürlichen Bewässerungsschächte unter dem Dorf blockiert und es geflutet. Sie sagten etwas von einem Badetag. Ich weiß auch nicht. Wenn ein Skylander heldenhaft alles Wasser ablassen wollte, müsste er darunter tauchen und die Verstopfungen lösen. Nur ein tapferer Skylander würde es wagen, Imperator Chaos herauszufordern und die Verstopfungen unter Wasser zu lösen. Eine Verstopfung unter Wasser klingt irgendwie doof. Ja. Irgendwie mag ich. Also Batspin ist jetzt nicht so. Die ist zwar ganz witzig, aber die haut mich jetzt nicht. Ja, da ist noch, glaube ich, was, ne? Oh. Achtung, Skylander! Ja, aber jetzt gehen wir doch hinten rum, glaube ich, oder? Um zu verhindern, dass du den Wolkenatmer. Mit dem Springen habe ich es heute nicht. Ich bin ja eher so ein Fuchs, für den das Dorf immer halb voll ist. Also mache ich das mit dem Laufen übrigens auch nicht, hast du gesehen? Ich angle nach meinen Sachen. Das hilft, den Kopf frei zu kriegen. Der Fuchs, der angelt nach seinen eigenen Sachen. Wer macht sowas? Du brauchst ja. Ein Seefahrzeug, um diese welches Zone nehmen wir? Zu jetzt kannst du ja nur den. Wir haben hier noch einen stehen. Ja. Supercharged. So, ich möchte aber mal den. Die nehme ich mal runter, die gefällt mir jetzt nicht so. Habt ihr das gesehen? Bestimmt Level 1. Und? Ja, mit Level 5 bin ich jetzt nicht besser bedient. Und los geht's. Lassen wir Magie entstehen. Dann tauchen wir mal ein. Ich habe hier die Pläne für das natürliche Bewässerungssystem des Dorfes, Skylander. Es scheint 3 Verstopfungen zu geben. Der Splash Pass? Ja, das Splatter Splasher hat eine Luftblase. Warte, da oben beim. Ein großes Zahnrad wird. Da ist der erste.
ich kriege ihn nicht jetzt. Du musst nur noch zwei Abschlüsse freimachen, Skalender. Genau. Scharf ist cool. Ja. Es ist noch ein Abfluss übrig. So, jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurück. Ja, wahrscheinlich. Konnte ich die Déjà-vu aber noch gar nicht antesten. Kommt da gleich was zu kämpfen? Bestimmt. Ja. Das waren alle Skylander. Komm wieder an die Oberfläche. Hey, der Wasserspiegel im Dorf sinkt. Aber das mit dem Wal machen wir da nicht, ne? Nee, ich glaube, es ist zu schwer. Ja, nicht nur, dass es zu schwer ist, sondern dass es auch viel zu lang dauert. Bis das Schiff da auch richtig drauf positioniert ist. Ziemlich sicher. Danke, Skylander. Jetzt kann ich endlich aus diesem Anzug hier klettern. Da drin riecht's nach nassem Hund. Er ist doch ein Hund. Ja, ja. Er stinkt halt. Ja. Juhu, 7. Juhu. Nee, Rennzahnräder, bitte. Danke. Na, Gold haben wir genug auf den ganzen Figuren, aber die Zahnräder, die müssen wir ja sammeln. Oh, Gott, doch. Oh, nee, aber nicht spielen, oder? Hm. Oder möchtest du eine Runde spielen? Spaß. Mal den Stuhl hier schön hinstellen. Genau. Hat die Überflutung meinem Himmelssteinetisch nicht geschadet. Hast du Zeit für ein Spielchen? Das Spiel hält den Verstand fit. Du solltest jede Gelegenheit zum Üben nutzen. Ja, natürlich habe ich Zeit. Ich habe doch immer Zeit für sowas. Ja, du ja. Du magst das richtig gern. Hast aber auch jetzt genug Steine, ne? Mhm. Welche Steine stellst du dir jetzt zusammen? Ich stelle mir gute Steine zusammen. Hier zum Beispiel. Ups. Also hier zum Beispiel wie den Zwielicht-Twister. Den benutze ich nicht, weil der zu schwach ist. Der hat zu wenig Leben. Auch der hier hat zu wenig Leben. Aber du nimmst jetzt welche mit mehr Leben oder mit mehr Angriff? Mit beidem mehr. Also beide hohe Werte. Hm. Naja, vielleicht nächstes Mal. Hast du auf Nein gemacht? Ich will doch nicht mit einem neuen Himmelsstein nur spielen. Achso, ja, das war ein bisschen wenig. Ja, viel zu wenig. Ich suche mir jetzt schöne, starke Himmelssteine raus. Ja, nun komm, dann hau rein, sonst schlamm ich gleich ein. Hm. 19 hast du schon? Da fehlen noch ein paar. Ja, gut. Hm. Wir haben auch noch nicht alle von Trap Team rübergeholt. Da fehlen noch ein paar von Trap Team. Ja. Du bist dran. Chaos. Mist. Das ging jetzt schief, wa? Ja.
Körper. Fürs nächste Mal bin ich schlauer. Du bist dran. Blubberbeard. Ach, sieht schlecht aus gerade für uns, mein Sohn. Ja. Bargit. Das sieht richtig kacke aus. Trotzdem. Gewinnst du noch? Splatter Splasher. Ich hab die. Feuerzauberknilch. Ja. Towboot bereit. Alle haben das Squeeble-Auto. Was ich nie verstanden habe, ist, dass man nie Glumshanks oder so einfangen konnte und mit dem mal spielen konnte bei Trap Team. Ja. Oder Chaos Mutter. Chaos Mutter ist auch cool, ja. Flea Jumper. Jetzt müssen wir mal gucken, das war. Elektroklo. Au. Wolfgang. Rush Crusher. Towboot bereit. Auglas. Towboot bereit. Dran. Oh. Schmeiß ein Turbo, ja. Splatter Splasher. Uiuiui. Gleichstand. Ja. Aber wir haben Vorteil, wir haben drei Steine drauf. Ja. Blades gehört. Da muss ich jetzt erstmal ein bisschen anstrengen. Hast du noch gedreht, finde ich gut. Meine Runde. Ist eigentlich egal, wen ich setze. Ich setze mal den. Ja, hau ihn einfach nur da weg. Ah, perfekt. Ja. Pain Yatta. Das war's. Nee, nicht schade. Ein blöder Punkt. Okay, ich muss die Runde leider abgeben, weil ich keinen Platz habe. Ja, ja gut. Sieg. Hat doch gereicht, Mann. Ja. Ich kann sowas. Sehr gut. Ich habe sogar bei der Fahrapokalypse irgendwo gab es auch so ein Himmelssteine Turbo-Apokalypse und da habe ich gegen drei Spezialisten gewonnen. Cool. Und da habe ich auch noch eine angemessene Belohnung bekommen. Drückst du weiter? Ja. Was gab's als Belohnung? Das weiß ich nicht mehr. Ah, okay. Was haben wir denn da? Shadow Guardian. Shadow Guardian Himmelstein. Das Böse von oben. Ja. Kriegen wir hinzu, oder? Ist nicht? Egal. Haben wir ihn in der Sammlung. Na, dann lass mal weiter. Also mal gucken, was ich darüber auch kann. Ich habe die seit Trap Team irgendwie nicht mehr gespielt. Ja. Nee, die Fische kriegen wir nicht weg. Doch. Ja, aber die kommen ja sofort wieder. Achso, du hast. Oder war ich jetzt? Nein. Soundtrack. Abrisskrachhupe. Ich weiß nicht, warum man Hupen in das Spiel eingebaut hat.
Weiß ich auch nicht. Mal ich glaube ich noch nicht einmal gehupt habe in dem Spiel. Habe ich auch noch nicht. Ich weiß noch nicht mal, wie man hupt. Unbesiegbarkeit. Ah, das ist praktisch, wenn ich diesen komischen Geisterfuzzi, was auch immer das da für Viech ist, ich rausziehe. Nimmst du die rechte Anlegestelle da? Deine Ecke, die? Ja. Dann können wir da rüberlaufen und nehmen noch ein bisschen was mit. Wollte ich sowieso machen. Hm. Juhu! Wo ist Er ist jetzt aber nochmal lustig mit dem Springen. Ja. Na komm, komm, komm. Kriegen wir nicht gedeckt. Bin ja da. Irgendwie haut die auf alles, aber nicht da, wo sie hinhauen soll. Ja. Also schießt die auf alles. Gold, Gold. Nee, fahren wir nicht. Gibt es eine Abkürzung zum Dorf, Skylander. Folge einfach dem Tunnel. Dann gehen wir mal durch den Tunnel, ne? Mhm. Ja. Müssen wir hier rüber springen, ne? Hier lang geht's auch. So toll! Also irgendwie gefällt die mir auch nicht. Ich finde das ein bisschen blöd, dass die, wenn du einfach mal so aus der Entfernung schießen willst, dann schießt du auf den Boden. Ich habe das Problem noch nie gehabt. Was ist hier? Persephone. Ah, Persephone. Oje, die hat ja noch gar keine Fähigkeiten. Ja. Scheiße. Nee, eine kann ich kaufen. Ja, du hast doch, glaube ich, schon alles, oder? Nein. Stimmt. Sündenbock. Einen stärkeren Kleckslink zu machen. Hau mal raus. Wusstest du, dass Magie mit der Zeit Veränderung macht? Skylander geht auf einem bestimmten Pfad. Beide Pfade sind glücklich, aber du kannst nur einen wählen. Tintenmonster? Das klingt irgendwie cool. Also ich weiß nicht, welches mit dem Pinsel ist. Ich möchte etwas mit dem Pinsel haben. Ja, aber wir können ja sowieso später beide, glaube ich, auswählen. Nein. Geht nicht. Geht nicht? Ja, komm. Im schlimmsten Fall muss es sich zurücksetzen. Ist nicht schlimm. So, jetzt hole ich mir auch mal eine Fähigkeit. Vielleicht kann ich was. Langzeitgedächtnis. So. So, jetzt habe ich noch ganze 51 Gold. Juhu. Machen wir sie Flynn. Wir machen einfach einen Flynn. Wir fliegen einfach. Etwa so. Genau. Und können gar nicht fliegen. Und rammen einfach. Genau. Das war genau wie Flynn.
Ups, noch ein Hake. Ja. Du musst ihm helfen, Skylander. Er verbraucht Schafe wie verrückt. Wenn er sein Experiment nicht bald abschließt, habe ich bald keine Herde mehr, um die ich mich kümmern kann. So, viel Spaß. Ich teste die Schwellenwerte elektrostatischer Anziehung zwischen Gegenständen. In diesem Fall sind es Schafe und Münzen. Du weißt schon, für die Wissenschaft. Ich brauche nur noch ein paar Messwerte, um mein Experiment abzuschließen. Willst du es mal versuchen? Ich weiß nicht. Münzen fangen, mein Sohn. Habe ich nur das Gefühl, oder sind auf der Seite, wo du gerade bist, immer weniger Münzen? Alles glänzt und funkelt. Da müssen wir nochmal rein. Du musst uns helfen. Chaos Streitkräfte lassen uns rund um die Uhr an den Feuersteinminen schuften. Aber jetzt sind ein paar unserer Arbeiter da drin gefangen. Bitte rette die Minenarbeiter, Skylander. Sind da nicht noch welche? Nein, nur drei sind hier drin. Danke, dass du unsere Freunde da rausgeholt hast, Skylander. Du bist klasse. Ich meine, Lob sei Chaos. Die sagen immer so was wie Lob sei Chaos. Ja, ja, aber die werden ja unterdrückt. Die meinen das gar nicht ernst. Ja. Chaos ist ja. Was können wir noch verbessern? Palettenrad. Temposkulptur. Okay. Tintenjets. Beschleunigung. Acrylspoiler. Cool. Ja, der bringt mehr Geschwindigkeit, ne? Acrylspoiler. Wasserfarbmixer. Staffeleiauspuff. Abstrakter Bohrer. Wow, ja dann. Ha! Was ist das jetzt für ein Monster geworden? Und hier gibt es wieder eine Tür. Ja, da müssen wir gleich gucken, ne? Das war, glaube ich, auch irgendwie eine Vierer-Kombination oder so. Ja, habe ich eben gesehen. Viereck, Dreieck, Kreis, Dreieck. Viereck, Dreieck, Kreis, Dreieck. Ich komme, ja, ich komme, ja, ja. Ja. Du musst den Gong nicht gleich vom Haken kloppen. Du schon wieder? Das ist nicht lustig. Jemand muss die Skylander aufhalten. Tim, dann ist auch alles gut. Okay. Ah, wo kommen die denn alle her? Viereck müssen wir. Ich glaube, das ist unten links. Der ne? Kerl hat da oben dran gekommen. Ah, okay, alles klar. Nee, wo ist denn das Viereck? Ist das oben? Ja, ist oben, ne? Ja. Viereck. Ja, siehst du, wir müssen den da oben erstmal umhauen, weil. Umlegen. Genau. Der macht nämlich die Schwierigkeit, der haut uns das immer kaputt. Ah, Mann! Ach, das ist noch so ein Griebel. Ah. Das ist halt total bekloppt. Wenn ich irgendwo vorstehe, Ziel kann ich nichts mehr treffen. Das sind die Drow Juniors.
Die sehen auf jeden Fall hässlich aus, das reicht. Ja. So, dann hauen wir drauf. Alles klar, dann brauchen wir jetzt Dreieck. Da hau ich drauf. Was wird das jetzt? Ein Wettrennen? Dann bin ich aber jetzt zuerst da drin, so. Ein legendärer Schatz. Ach, die 2 von 6. So, geht's weiter. Ja. Du brauchst ein Landfahrzeug, um diese Zone zu betreten. Wir nehmen wir. Wir haben nur einen hier stehen. Stimmt. Also bleibt uns keine andere Wahl als der E3 Hotstick. Naja, wir könnten auch stehen ans Regal sehen und noch einen rausholen. Natürlich, auch den goldenen Hotstick können wir nehmen. Na, irgendwie sieht der E3. Also beide gefallen mir richtig gut. Also ich finde den goldenen am schönsten. Den hätten wir auch nehmen können. Ja, den nehmen. Voll Trampolin. Ah, hier sind wir, alles klar. Du musst diese Truppen besiegen, um den Wolkenatmerdrachen zu erreichen. Wir sind hier voll beim Autoscooter. Ja, ich sehe. Wir können einfach alles um. Ja. Lass mich mal die große. Ah, ist das nicht unser wolkiger Drache? Da ist noch ein Geheimgang, ne? Ja. Es ist deine Chance, Skylander. Sie wollen zum Ende des Wegs. Beeil dich und halt sie auf. Oh. Doppelter Schaden. Nicht durch, noch nicht durch, noch nicht durch. Links, Hammer, links hoch. Ist da nicht nur eine rote Kiste hier? Ja, müsste. Was soll ich mit den ganzen Trompeten? Trompeten? Ja. Opa. Geht das denn? Ja, ich weiß es auch nicht. R1, R2, keine Ahnung. R1 ist tauschen. Ja. Nee, L1. L1 ist tauschen, ne? Hab's. L3 drücken. Mhm. Oh mein Gott, alles klar. Nee, nicht umbauen jetzt. Wir fahren weiter. Die sind doof, die Huten. Brauchbar, wenn man mal jemanden überholen will. Genau. Und dann vor allem noch in einem speziellen Rennen. In diesem jetzt, wo wir alleine spielen. Spieler gegen Spieler rennen. Oh, eine gewagte Landung, Skylander-Kumpel. Boom. Ja, fahr oben rüber. Da gibt's wahrscheinlich eine rote Kiste in dem nächsten. In dem nächsten gibt's eine rote Kiste. Ja. Flex-Schwimmer. Yeah. Juhu. Aber jetzt müssen wir noch gleich mal fliegen, ne? Müsste auch noch kommen. Ja, fliegen kommt nicht. Der hat direkt einen Toilettenpumpel ins Gesicht gekriegt. Ah ja, genau. Können wir erstmal links runtergehen? Mit einem Pümpel ins Gesicht, das ist nicht so lustig.
Oh. Juhu. Mist. Oh, ich bin auf die falsche Seite. Wenn ich jetzt zurückgehe, wo komme ich? Da komme ich. Ah! Ey, schub's mir nicht weg! Nein! Ah, Mann, ey! Scheiße! So, jetzt kannst du. Haben wir alle drei, ja? Ja. Hast du mich da echt runtergeworfen? Nein. So, was nehmen wir? Haben wir noch mehr Zahnräder? Flucht der Gespenster, Flucht der Trolle. Gegen Trollgegner, ja, komm. So, jetzt haben wir drei. Ups, ich hab einen Toilettenpüppel getroffen. Ehrlich? Ja. Dann wechsle ich sofort den Skylander. Ja, machen wir Vorschau. Dann haben wir zwar schon. Der ist, glaube ich, immer noch auf Level 1, ne? Der steht nur blöd rum hier. Mich hat auch ein Toilettenpümpel getroffen. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, ich schmeiß Déjà-vu jetzt runter. Wen nehme ich denn? Hier den. Auf zu den Sternen. Genau, wir machen. Wir spielen nur mit Mädels. Wir machen jetzt eine Star Strike Party. Eine Star Strike Party, das ist cool. Auf zu den Sternen. Ja, dann fehlt nur noch eigentlich der Enchanted Lightcore, ne? Der Enchanted Lightcore haben wir doch hier zu Hause. Ja, aber der ist noch original verpackt. Ja. Und was hindert dich daran, den zu spielen? Keine Ahnung. Oh, hab ich Level 1? Ich hab Level 14. Das ist jetzt nicht gut. Skylander des Schattenelements sind in dieser ist ja auch noch da. Ups. Oh. Da kann man gar nicht runterfallen. Ja, ich schaff das garantiert. Oh. Bombe. Hoho. Schade, dass der Spieler gegen Spielermodus raus ist. Ja, das finde ich auch irgendwie. Da könnte man ein bisschen üben. Jetzt wäre es natürlich noch besser mit dem Online-Modus, ne? Ja. So, links oder rechts zuerst? Wenn sich der nach links bewegt. Gehen wir erst nach links, ne? Haben wir eine Elementarzone? Ja, einen Schatten. Übersprungen? Nein. Augen für Starstrike, wie schön. Ja, cool, ne? Einen letzten Angriff auf unseren heiligen Drachentempel. Wenn er zerstört wird, kann niemand mit dem Wolkenatmer sprechen. Überall Toilettenpünkel. Du musst diesen Luftangriff aufhalten und den Tempel retten, Skylander. Er will schon mit Toilettenpünkel kämpfen. Sky Slicer. Beschütze den Tempel, Skylander. Ich finde den Sky Slicer auch irgendwie cool. Ja, ich finde den vor allem mit dem Infusionsschub cool. Keine Kampfschiffe schickt, ist alles in Butter. Nein, jetzt kommen die bestimmt. Ja. Diese Schiffe eröffnen das Feuer. Achtung! Tja, also wie hätte man damit aber auch rechnen sollen?
Welchen nehmen wir, links oder rechts? Du rammst den auch noch. Ja. Ja! Bam! Voll durchgeflogen. Hat geklappt! Super Arbeit! Zum Kampf geht's in die andere Richtung, Skylander! Das war's? Mhm. Ja, das war's auch schon. Danke, dass du unseren Tempel gerettet hast, Skylander. Aber der arme Wolkenatmer-Drache liegt noch immer in Ketten. Bitte befreie ihn. Oh, ich sterbe, ich sterbe, ich habe nur Level 1. Ich habe Level 14. Wir werden alle sterben. Nein, wieso? Weil ich nur Level 1 hab. Das heißt doch nicht, dass mein Star Strike auch sterben wird. Gibt's eigentlich einen Pizza-Häcksler? Also ich muss jetzt, Jan, lass mich eben kurz mal was schauen. Ja. Haben wir ernsthaft Experte? Ich glaube schon. Wo ist denn der Schwierigkeit da? Ja. Nimm mal Albtraum. Nee, da habe ich jetzt keine, also nicht mit Level 1. Da ist, glaube ich, die Elementarzone, ne? Das ist die Superchargers-Zone. Dann nehmen wir die Superchargers-Zone. Dann nehme ich mal kurz. Komm, dann. Snowblade? Stormblade? Nein, wahrscheinlich nicht. Snowblade, Stormblade ist das ganz sicher nicht. Nein, die Snowblade haben wir nicht. Das ist schade. Nur ein Supercharger-Skylander kann das Ristor wieder aufbauen. Warte. Auf zu den Sternen. Diese miesen Bro wollen das Böengetriebe blockieren, das die Wolken in den Skylands verteilt. Wenn wir sie nicht aufhalten, wird der Himmel bald komplett leer sein. Lass nicht zu, dass das Böengetriebe stillsteht, Skylander. Wir brauchen die Wolken mehr als jemals zuvor. Ja, wir brauchen die Wolken. Für die Wolken. Skylander des Lebenselements ist dieser Zone stärker. Ich wusste es. So, der ist schon mal erledigt. Dann schauen wir mal, was haben wir hier? Bleib cool. No, wenn die jetzt Level 20 ist, nehme ich sie wieder runter. Ja. Das ist die Level 7 Chillbolt. Vorsicht, Bomben. Ja. Vorsicht, höchste Explosionsgefahr. Damit den. Nein! So. Genau, Vorsicht, höchste Explosionsgefahr. Wo bist du jetzt? Runtergefallen. Na gut, da passiert ja zum Glück nichts in dem Spiel, ne? Ich bring die Bomben so zum Explosieren. Hast du meine Wand jetzt wieder kaputt gemacht? Ja. Komm, wir müssen nach oben die Leute umhauen. Ja. Ja, die schießen die ganze Zeit auf uns, da habe ich keine Lust drauf. Hab ich auch nicht. Ich kann noch gar nicht ausgeben. Ich
gar nicht gekauft mit den Eiswänden. Mit der Gearshift kann habe ich die hier ratzfatz umgehauen. Deswegen finde ich die Gearshift bei mir so cool. Die ist einfach cool, ich weiß nicht warum. Ich mag die richtig gern. Genauso wie die Chill. Die Chill spiele ich auch sehr gern. Also ich persönlich spiele ja lieber die Spread. Nein, nicht aussetzen. 4 von 6, okay, dann haben wir schon mal was. Aber ich glaube, da ist nicht mehr viel, ne? Nee. Wie die Sterne am Himmel. Wo müssen wir jetzt hin? Wir warten auf diesen kleinen Floß. Und direkt jetzt nach oben? Yippie! Ja! Komm, komm, komm! Darauf falle ich nicht nochmal rein! Ich weiß, dass du es bist, Skylander! Rush Crusher! Komm schon, hat doch, muss ich doch noch mitnehmen. Ich habe gesagt, du sollst aufhören, diese Gongs zu läuten. Jetzt gibt's Ärger. Angriff! Tja, wie gut ist Star Strike ein Fernkampf? Ja, da macht es mehr Spaß. Einen Schlüssel haben wir schon mal. So, und, yeah. Ach, Mann. Ich bin extra durchgesprungen. Trotzdem hast du den gekriegt. Voll blöd. Wir beide gleichzeitig sind neben dem Schlüssel hergelaufen. Aber du hast den trotzdem bekommen. Ich weiß auch nicht, warum. So, Drache befreit. Ja. Gut. Sind wir durch eigentlich, ne? 4 von 6. Gefällt mir jetzt nicht so gut. Schaffen wir aber. Ja. Die holen wir irgendwann nochmal. Ja, euch in den Tempel des prächtigen Wolkenatmerdrachen? Natürlich bin ich das. Entschuldigung, Meister Drache. Das ist alles, was wir von Meister Ion haben. Reicht dir das, um ihn zu finden? Seltsam. Ich rieche üble Vorzeichen. Ich war's nicht. Euer Meister Ion ist jenseits der Grenzen der Lebenden. In dem Land der Gespenster. Kommt, ich bringe euch zu eurer Akademie. Flynn! Das war ich. Der hat immer erst gepupst. Lightcore. Jetzt wissen wir, wo Meister Ion gefangen gehalten wird. Aber dorthin zu kommen, wird nicht leicht sein. Die Rissmaschine deines Fahrzeugs hat einen Ausstoß, der der Energie von 3,2 Billionen Blitzen entspricht. Aber um ins Land der Gespenster zu gelangen, müssen wir deine Rissmaschine auf 10 Billionen Blitze steigern. Es gibt nur ein Objekt in den Skylands, das diese Menge an Energie erzeugen kann. Und das ist der donnernde Blitz des Wolkenreichs. Wir haben Königin Cumulus um Hilfe gebeten. Aber bevor wir irgendetwas tun können, braucht Max als Vorsichtsmaßnahme ein paar Felddaten von deinem Fahrzeug.
Haben wir das eigentlich durch? Was meinst du? Ja, den Level. Also den Level mit dem Land der Gespenster nicht. Nee. Aber das war auf jeden Fall cool. Ascender? Ja. Ja gut, ist weiblich, geht aber noch durch. Aber ansonsten war das jetzt cool. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Gut, dann sagen wir so mit dem Level durch. Wir bedanken uns fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Und sagen bis zum nächsten Video, oder? Bis zum nächsten Video und tschö mit Ö. Ja, genau, tschö mit Ö.